los, ey. Heute, zwei Wochen Verspätung. Zwei Wochen Verspätung machen wir heute das Gewinnspiel. Pünktlich, genau, pünktlich, zwei Wochen Verspätung, das Gewinnspiel. Es gibt ja zu gewinnen, und zwar für 444 Likes bei Facebook. Ein Mephasin Banner. Begabe dich. Ja, klar. Dann Mars ist sein Schlagbrett vom Bass und dann vom Tobi im Becken. Und ja, als viertes das Poster von Mephasin, was der Mars bis heute noch nicht gedruckt hat. Ne? Mars halt immer pünktlich. So, wir losen das Ganze besonders aus, und zwar mit Dart. Ja, wir haben die vier geilsten Beiträge rausgesucht. Und das lösen wir aus. In Form von Dart. Und weil. Ja, der hübscheste Dart zuerst. Wo ist meine Linie? Ich dir eine. Hast du? Wie jetzt, ey? Fast. Kannst du auch einfach den Pfeil nehmen? Knapp daneben. Es gibt einen Strich, würde ich sagen. Ich schieße dann sogar auf Strich. Moment mal, es gibt eigentlich das zu gewinnen. Na, Tobi, ja. Ein Becken. Gewinn. Wir decken noch nicht auf. Achso, wir machen es auch zum Schluss, genau. Das kannst du doch niemals machen. Oben rechts, Becken. Das kann man auch schon mal aufnehmen, ey. Dann legst du gleich aufs Becken. So. So, Schiegel, was machst du? Schiegel, mach. Ich mach das Banner. Weil das Poster musst du ja sowieso mal fertig machen. Okay, Alter. War nur was, ey. Oh, warte, das war nichts. Ah, noch nicht. Einen hab ich schon. Bisschen Zeit hab ich noch. Ja, da ist gekommen. Und zwar, was hab ich gesagt? Baller, ne? Baller, ey. So. Ja, das ist ne. So, dann mach ich einfach mal Poster. Das noch nicht vorhandene Poster. Bisschen Zeit hast du ja noch. Mike, weil du kleiner bist, darfst du ein Stück weiter vorgehen. Oh, oh Gott. Geh noch ein Stück weiter vor. Ach, ja. Das gibt einen Strich. Offiziell Strich. Haltung sah aber gut aus. Also. Yeah. Das wollen wir noch nicht. Alter. Also. Mike spielt das erste Mal in der Gefahr. Man kann auch nicht mit Zielwasser getrunken. Ja. So, es gibt schon einige. Das Poster. So, soll ich übernehmen? Jetzt. Ich übernehme einfach mal. Least but not. So, unser schicker Mause wirft jetzt sein Schlagbrett. Oh Gott. Oh, ja, fast knapp. Ah, komm, ein Ast noch. Oh, also Schlagbrett gewinnt leider keiner. Junge! Ja. Konzentration. Es wird einfach nichts. Wir lernen jetzt öfter Start spielen. Ah, ja. Aber so. Hey! So, kick es ab. So, auf. Ist gut gemacht. So. Reiß Nummer 1. Das Becken. Kennt ihr das erkennen? Hat Peter Behrens gewonnen, der Ostbrolle. Genau. Live aus Paris. Ein Becken. Mein altes Becken ist etwas schon kaputt. Ich habe jetzt ein neues. Super. Ja. So. Dann das Banner. Ja. Das Banner. Der hat übrigens auch natürlich schon drauf rumgemalt. Was ist denn da? Oh, das sieht nach unserem Freund Papa aus. Ja, genau. Alexander Papa hat es gewonnen. Und zwar diese Nacht. Wir waren eigentlich schon dabei. Warst du dabei? Ja. Das ist ein echtes Tattoo. Und das kommt auf Facebook mit drauf. Und morgen steht es in der Bildzeitung. Also das geilste Mephasin-Tattoo, das ich jemals gehabt. Ja. Du hast das Partner gewonnen. Ja, ja. So, dein Partner. Jo, mein Partner. Schön, eines Schlagbrett. Ja. Ich habe 3 Jahre lang begleitet. Gewonnen. Den Herr Toni Leisner mit einem flammenden Mephasin-Schriftzug. Scharfe Sache.
Ganz schön, dass wir ein Farbe gehört. Ja, Teufelsanbetung, live im Garten. So, das sind schöne Poster. So, das mache ich mal, das Poster. Das Poster. Also, gewonnen hat das schöne Poster. Ich glaube, der Mann mit dem aufwendigsten Beitrag. Ja. Oh ja. Ein oh Limousinen. Ja. Das waren 120.000 Pfennigstücke. Genau. Und hat einen Limousinen-Schriftzug draus gebaut. Aussehen? Ja. Genau. Und der Gewinner ist Thomas Vogel. Ja, und das ist auch schon ein Poster eigentlich. Wir haben das einfach schon mal auf Poster gebracht. Kannst du dir ins Kinderzimmer hängen. Ja. 120 Pfennigstücke original aus Griechenland geholt. 120. Nee, Quatsch, du kriegst natürlich ein exklusives Poster, was noch keiner bekommen hat und auch wir selber nicht haben. Ja, also, lass dich überraschen. Herzlichen Glückwunsch für die Gewinner. Und wir verabschieden uns. Vielen Dank. Macht mal wieder mit. Welt gekommen. Im Kindergarten war ich einer der Harten, das Gangster-Baby, sozusagen. Mit eins legte ich den Nutzen die Lines, mit zwei schlug ich die Nuden zu Brei, mit drei hatte ich meine eigene Gang, das war die Geburt von 50 Cent. Mit vier wollte einer meine Schippe klauen, bam, hab ich den...